Jesus, Maria und Josef, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Braid. Ich hoffe, ihr seid tapfer dabei geblieben. Wir sind jetzt bei Folge 16. Und ich muss leider gestehen, dass ich dieses Rätsel hier schon mir gespoilert habe. Beim letzten Mal schauen, habe ich das letzte Mal schauen müssen. Und da habe ich dann irgendwie den Player nicht auf Stopp gedrückt, sondern habe mir leider dieses Rätsel auch gespoilert. Aber ganz ehrlich, ich wäre auch nie drauf gekommen, wie ich das lösen soll hier. Von daher ist es ganz gut, dass ich gleich nachgeschaut habe. Sonst müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Also, wir müssen den Ring hier oben hinlegen zuerst. Weil da befindet sich der Schlüssel und unter dem Schlüssel ist eine Plattform, die sich bewegt, sobald wir den Schalter da oben betätigen. Und jetzt müssen wir erstmal zu dem Schalter kommen hier. Das heißt, wir legen... Das heißt, wir machen das nicht so, sondern er bleibt jetzt da oben liegen. Für ein Weilchen, weil nämlich das später wichtig ist, dass er da eine Zeit lang gelegen hat, wo er jetzt liegt. Jetzt holen wir ihn uns nämlich wieder zurück, damit wir da hochkommen. Ja, ja, also ich frage mich echt, wie man da drauf kommen soll. Ohne Tipps, ohne Hilfe, irgendwas. Ich weiß ja nicht. So, jetzt direkt hinterher. Und dann ist das auch machbar mit der Leiter hier. Nicht so wie eben am Anfang. Plopp. Und schnell rüber. Easy going. So. Hier sind wir auf einem neutralen Gebiet. So, das heißt, die Zeit hat keinen Einfluss auf uns. Das heißt, wir können hier die Zeit zurückdrehen. Das mache ich jetzt ein Weilchen. Dann verschwindet nämlich der Ring unten und taucht wieder auf der Plattform auf, weil er ja da schon lag, ein Weilchen. So, da ist er. Und jetzt müssen wir dann gleich den Schalter betätigen und wie ihr seht, der Ring flutscht unten drunter durch, bleibt mit dem Schlüssel zusammen an diesem Ding hängen und ich muss jetzt derweil, Moment, nochmal kurz zurücklaufen hier. So. Umgedreht und ab dafür. Jetzt muss ich hier runter, hier durch. Und jetzt kommen sie mir gleich entgegengefallen in Zeitlupe. Also der echte Wahnsinn, wie man da drauf kommen soll. Naja. Eppa, und ich muss ihn noch auffangen. Sehr schön. Geilomat. Und nun kommen wir an das Puzzleteil da oben ran. Muss nur noch hier unverletzt hochkommen. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts, oder? Oh je, das könnte knapp werden. Ne, passt schon. Läuft. Super. Geil gemacht. Na gut. Oh, boah, das war knapp. Jetzt schnapp ich mal meinen Schlüssel wieder, meinen Ring wieder und dann können wir auch schon weiter. Und ab hier bin ich wieder nicht gespoilert. Möchte ich mal so verkünden. Aber hier ist auch eh das Level zu Ende. Von daher gibt's hier gar nichts mehr zu spoilern. Ah, oh, krass. Statuen. Wunderschöne Schlösser hier. Ich bin gespannt, was der Dino jetzt zu uns sagt. Hallo Dino. Du hast aber lange gebraucht. Aber nach langem Warten kann ich dir sagen, die Prinzessin muss in einem anderen Schloss sein. Ich habe sie noch nie gesehen. Bist du sicher, dass es sie gibt? Hä? Sind wir denn sicher, dass es sie überhaupt gibt? That is now the question und wir sind zurück in unserem Haus. Und ich werde nun das Puzzle fertig zusammensetzen. Bam. Sodass wir des Rätsels Lösung hoffentlich bald erfahren können. Zack. So. Was passiert nun? Hier passiert zumindest nichts. Und was erkennen wir hier? Wir kennen einen Menschen in einer Seitenstraße. Der auf eine brennende Tonne schaut. Gut. Wie ihr bestimmt wisst, ist oben an der Leiter war Ende. Also die Leiter, die ich hier aufklären kann, war Ende. Und jetzt mit jedem Level, das ich erfolgreich abgeschlossen habe, ist ein Stückchen Leiter dazugekommen. Und somit haben wir nun Zugang zur wohl letzten Welt. Wie mir scheint. Gehen wir mal rein. Erste. In einem Café, auf einem sonnigen Platz, lassen sich die meisten Besucher von der Sonne wärmen und genießen ihre kalten Getränke. Nicht jedoch Tim.
Er bemerkt die Sonne kaum, schmeckt auch seinen Kaffee nicht. Ihm bietet dieser Ort einen guten Blick auf die Stadt und er hofft, im Schlendern der Passanten, in den anmutigen Bewegungen einer Teeverkäuferin einen Hinweis entdecken zu können. An diesem Abend im Kino stürzen sich Leinwandhelden in fantastische Abenteuer. Das Publikum ist gemischt. Da gibt es die Kaffeebetreiber, die jetzt aufgeregt im Kinosessel sitzen und auf neue Eindrücke hoffen. Eine Ablenkung vom grauen Einerlei ihres Alltags. Auf anderen Plätzen finden sich Fischer und Landarbeiter, die ihre Plackerei vergessen und die Hände in den Schoß legen wollen. Auch Tim ist da, aber er achtet auf den Glanz der Lippen der Darsteller, misst den Winkel ab, in dem die Rauchwolken eines entfernten Hubschrauberabsturzes aufsteigen. Er glaubt, eine Botschaft erkennen zu können. Während die meisten Zuschauer das Kino gen Süden verlassen, geht Tim in die entgegengesetzte Richtung. Menschen wie Tim scheinen entgegen dem Rhythmus der anderen Stadtbewohner zu leben. Wie Strömung und Rückströmung, die gegeneinander fließen. Tim wünscht sich nichts sehnlicher, als die Prinzessin zu finden, sie endlich kennenzulernen. Für Tim wäre das von großer Bedeutung. Es würde ein Licht entzünden, das die ganze Welt erhellt. Ein Licht, das uns all die so lange verborgenen Geheimnisse offenbart, das einen letzten Palast erleuchtet oder Gestalt werden lässt, in dem wir in Frieden leben können. Doch wie würde es von den anderen Bewohnern der Stadt aufgenommen, in der Welt, die in die andere Richtung fließt? Das Licht wäre zunächst warm und intensiv, würde dann aber immer schwächer und schließlich mitsamt dem Schloss verschwinden. Es wäre, als würde man den Ort verbrennen, den wir stets unser Zuhause genannt haben und wo wir als Kinder so unschuldig spielten. Damit wäre alle Hoffnung auf Sicherheit auf ewig zerstört. Okay, und mit diesen Erkenntnissen werden wir jetzt wohl die Welt Nummer 1 betreten. Ich liebe diese Bücher, diese Vorlesungen, sie erzählen immer irgendwas Mysteriöses. Finde ich sehr schön. Und diese Musik einfach nur. Zum Genießen. Eine Blume. Oh, und wie wir sehen, läuft die Zeit hier anscheinend rückwärts in der Welt. Wow. Okay, okay. Ich kann mich normal fortbewegen. Heppa! Oh, okay, scheiße. Aber da drüben ist eh nichts. Da drüben ist ja eh nichts. Bringt also nichts. Aber jetzt bin ich zumindest mal hier gewesen. Und komme jetzt auch nicht mehr zurück. Ganz toll. Oh, oh, okay. Ganz ruhig bleiben. Dann. Wie komme ich jetzt? Komme ich da hoch? Ah, okay. Perfekt. Dann. Gehen wir mal weiter. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Und die Blume schließt sich weiter. Wow. Okay, die Goombas kommen hier immer wieder hoch. Was? Wie komme ich jetzt darüber? Muss ich irgendwie mit den Goombas hier was machen? Na? Ah ja. Okay. Oh, und jetzt läuft die Zeit zurück. Oh! Cool. Wenn ich die Zeit zurücklaufen lasse, dann läuft sie normal quasi in der Welt. Und auch die Musik dann. Jetzt warte mal. Ich muss hier irgendwie... So... Dann gehe ich jetzt hier hoch. Oh, okay.
Ah, egal. Ah, okay. Und er läuft hier einfach hoch. Er springt hier einfach hoch, okay. Ah, scheiße, okay, alles klar. Ich muss früher drauf. Jetzt da, jawohl. Okay. Ah, weil die Kanone ihn rausschoss, okay. Und die Blume verkommt langsam zu einer Knospe. Okay, ist die Leiter defekt? Dann muss ich mir hier wieder schnappen. Und dann muss ich irgendwie, ja, mit dem gleichen Prinzip doch quasi, würde ich sagen, da hoch. Der Goomba springt. Oh ja, da springt er. Okay, alles klar. Das heißt, er kommt runter und ich jump jetzt nochmal auf ihn drauf. Hep. Ah, okay, alles klar. Ich glaube, ich muss mehrmals auf ihn drauf springen. Jeppa, genau. Dankeschön. Wunderbar. Und gleich nochmal. Komm. Komm. Joppa. Und jetzt nochmal darüber. Oh Gott, aber wie komme ich jetzt darüber? Das muss auch nochmal irgendwie gehen. Oh. Oh, fuck. Jo, Mann, komm schon, da fehlt doch nicht viel. Da fehlt doch voll. Oh. Da fehlt doch voll nicht viel. Oh, das ist jetzt wieder tricky hier. Na, scheiße. Nein, zurück. Komm raus hier. Ich muss dich benutzen. Nee, so reicht's auch nicht. Ich muss mehrmals. Oh! Mehrmals auf ihn drauf. So. Scheiße. Ja, nein. Oh Mann. Das ist schon ein bisschen hardcore jetzt. Oh, Scheißdreck. Komm schon. Ja. Ah, der dritte Sprung, komm schon. Oh. Mach mich nicht fertig, hey. Fuck you. Oh. Das ist überhaupt machbar? Ich habe keine Ahnung, aber es muss doch so gehen, oder? Es müsste theoretisch doch funktionieren. Oh, mein Gott. Jetzt komm schon. Das sieht sie nicht. Boah, diese rückwärts laufende Mucke macht mich jetzt auch langsam kirre hier. Na, komm schon. Ich muss einfach nur... Okay, ich komme zu arg seitlich, glaube ich. Ich muss mehr von oben kommen, also... Ich muss mehr direkt drauf springen. Ja, genau, genau, genau. Oh, okay. Ich habe zu viel Schwung, wenn ich von der Seite gesprungen komme. Ich muss... Genau. Ah, nein, das war zu viel wieder. Ich muss genau senkrecht kommen. Und dann kann ich auch öfters auf ihn draufdopsen. Ah, scheiße. Jetzt komm schon. Jetzt! Ah, nein. Das ist eine Teufelei. Komm. Jesus Maria. Ja, oh. Himmel, Herrgott. Ja. Nein. Ja. Ja, jawohl. Oh Gott, was ein Act. Braid.